Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe des sehr exklusiven Versace Talks zum Dschungelcamp 2015 mit Nils, dem Begleiter von Rolfe, und mir, Thilo Mischke, Reporter beim Stern. Heute haben wir mal die Plätze getauscht, weil wir hatten gestern hier einen feuchtfröhlichen Abend mit allen Begleitern und zwei der schon ausgeschiedenen Dschungelstars. Das war ein wichtiger Abend für uns alle, denn er hat für gute Laune gesorgt, aber eben auch für einen schweren Kopf. Jehova sei mein Zeuge, das war die Party des Jahrtausends. Das war, ja. Wir haben das Eis gebrochen und den Rest getrunken. Wir saßen dort alle in einer großen Runde. Eine Person war nicht dabei, Angelina. Ja, Nörgelina. Ja, den fand ich witzig, als ich das gelesen habe. Ich selbst liebe Angelina, nicht ja. Angelika, und ihre Mutter. Ja, also es ist ja wichtig, liebe Zuschauer, um zu verstehen, wie Angelina funktioniert, ist es wichtig, auch die Mutter zu verstehen, glaube ich. Das konnte ich jetzt hier feststellen, nachdem ich mich seit 6 Tagen semi-investigativ in diesem Hotel bewege. Was ist das Verhältnis zwischen der Mutter und Angelina? Du stehst ihnen ja näher, mit mir reden sie ja nicht. Ich glaube, sie hat sie oft zum Sport gebracht. Ja, es soll ein Karrierekind werden und es wird sie auch, sie wird ihren Weg gehen. Welchen, kann ich nicht beurteilen. Also da fehlt mir wirklich die Inspiration, wenn ich da drauf gucke. Aber sie wird einen Weg gehen. Aber woher kommt dieses Nörgelina? Penthouse vielleicht auch. Stimmt, das gibt es ja auch noch. Ein paar Magazine sind noch offen. Nörgelina, warum die Wendlerin. Warum nörgelt ein 22-jähriges Mädchen, das so viel Aufmerksamkeit bekommt? Liegt es vielleicht daran, dass sie gerade mal ein Drittel von dem Honorar bekommt, was Sarah Kulker bekommt? Sarah Kulker 135.000 Euro, Angelina, glaube ich, 60.000, 35.000, ich bin schlecht im Mathe. Ist das mittlerweile bewiesen? Es ist das, was die Konkurrenten, die anderen sagen. Und keine wirklichen Konkurrenten. Was ja alle erzählen. Mitbewerber. Worüber heiß diskutiert wird, was dieses Jahr verdient wird. Hat ja auch schon Media darüber geschrieben, haben sie alle schon. Weiß ich nicht. Es kann sein, wenn sie ihren Gehaltscheck kriegt, dass sie genauso heult wie heute alle, als sie Briefe gesehen haben. Die Heulbriefe. Die Heulbriefe. Massenheulerei im Dschungel. Ich spreche extra lauter und lauter und langsamer, damit die Leute nicht glauben, wahlweise ich hätte einen an der Schüssel oder wäre besoffen. Welche Funktion haben diese Briefe? Die Briefe haben die Funktion, das zu präsentieren, was tatsächlich bereits vorhanden ist, und zwar, dass die Nerven blank liegen. Aber das ist bei mir genauso. Alles, was neu reinkommt, wir haben es gestern auf der Party gesehen, wir hatten eine Gastschweizerin dabei, alles, was neu reinkommt, wird beheult. Ja. Also wirklich, weil ich mir denke, mein Gott, wie so ein Hund, der die Nase in den Ventilator hält, wie kannst du so dämlich sein, hier Aufenthalt zu fristen? Was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, nachdem ich euch allen, also fast allen, fast allen Begleitern bin ich jetzt etwas näher gekommen und auch ein oder zwei eben dieser schon ausgeschiedenen Stars. Was mir auffällt ist, ihr kommt mir alle vor, als habt ihr gerade so eure 3 Jahre Bundeswehr abgearbeitet und werdet jetzt euer Leben lang dieses Trauma verarbeiten. Also ernsthaft, ich habe wirklich das Gefühl, dass ihr hier alle mit einer PTBS-Störung rausgeht. Ich war nie beim Bund, damals interessierte ich mich für die FDP, ja, und habe deswegen verweigert. Okay. Das ging auch relativ gut durch und konnte dann anfangen zu studieren. Was der eine oder andere nicht glaubt. Aber was ist mit diesem... Walter, richtig. Weil sozusagen zum Beispiel das Trauma, was Walter aus dieser Show trägt, sozusagen. Was ist so... Heute ein weiterer Vorfall, den ich, und das muss ich wirklich gestehen, wieder vergessen habe. Aber während ich da saß, dachte ich, mein Gott, ich dachte, Hybris sei eine fiktive Figur der griechischen Mythologie, aber in ihm tatsächlich wahrhaftig. Das ist halt das Problem eines alternden Kaufhaus-Weihnachtsmanns. Ja, das hat auch Fips Asmussen. Der war früher auch besser als heute. Okay. Also war der frühe Fips Asmussen ist der frühe Walter Freiwald? Völlig unvergleichbar, weil Fips Asmussen eine Ikone ist. Ja? Eine Instanz auf Zeltfest. Für 17 Millionen DDR-Bürger war Der Preis ist heiß und Walter damit auch eigentlich eine Ikone. Das war damals für uns alle... Durftet ihr Fernsehen? Das war nach dem Mauerfall. Achso, dann ran an die Glotze und gleich geguckt. Ne? Alles, was da alles war. Ne? Aber das ist so, wenn du den ganzen Tag Torte isst, dann freust du dich mal auf ein Stück Brot. Ja. Das kenne ich auch, Luxusprobleme. Wir hatten ja heute in der Endausscheidung überraschenderweise Tanja und Aurelio. Mir fällt dazu weder eine Frage ein, noch möchte ich mich mit dir darüber unterhalten. Ich wollte das nur kurz erwähnen. Richtig. Tanja wundert mich tatsächlich. Also das, ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe oder woanders oder in meinungsbildenden Randmagazin. Ja, es ist tatsächlich so, Tanja, wenn ich die sehe, ja, da freue ich mich. Also die finde ich super. Besser finde ich Rolf, der das heute super gemacht hat. Ja. Das muss man auch mal sagen. Warum man muss ja auch mal deine Rolle als Begleiter ein bisschen machen. Aber es kann sein, dass aufgrund des Walter-Traumas, was diese Nation sich ja gerade anfrisst, ne, durch die Übersättigung, die wir jeden Tag kriegen, habe ich zum Beispiel heute auch verstanden, dass Rebecca gesagt hat, bitte ruft Walter für mich an. Ja? Dabei meinte sie eigentlich weiter. Ja? Also es kann auch sein, dass viele nach der Aufforderung tatsächlich für Walter anrufen, weil sie glauben, das sei der Wunsch der Kandidaten. Und dann wird Walter Dschungelkönig. Und wie wir ja alle wissen, ist du vom Dschungelkönig direkt zurück in die Fernsehkarriere eigentlich. Du weißt ja, danach werden wir... Oder Radio Luxemburg. Oder Radio Luxemburg. Ja, die haben wohl auch schon nicht angefragt, habe ich gehört. Ja.
Es sind noch 5 Tage. Ich sitze ja hier täglich und zähle die Tage rückwärts ab. Es sind noch 5 Tage. Ich nicht mehr. Ich habe so Ritze neben meinem Bettpfeiler, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wofür die sind. Ja? Ob die auf den Durchlauf bezogen sind, weil wir am Bett oder tatsächlich die Tage, die ich bereits hier bin. Also, 5 Tage müssen wir noch hier durchhalten. Was ist deine persönliche Prognose? Wer gibt hier als Erster also sich komplett auf im Camp? Wer gibt jetzt noch in den letzten 5 Tagen sich hier im Versace als Erster? Gestern konnten wir einmal mehr Zeugnis davon ablegen, dass ich mich komplett aufgegeben habe. Das stimmt. Aber tatsächlich, also heute gab es ein bisschen Kandidatenroulette. Ja, also Rolf, der lange Zeit zum Beispiel nichts gemacht hat, hat heute für mich sehr geglänzt. Also ich glaube, wenn der Zuschauer versteht, wie die Sendung läuft, dann hat er heute Pluspunkte gekriegt. Ja. Gut. Und das war super. Vor allem wir die, was ist denn das, was so Scheren hat? Krebs. Ja, wie er den Krebs, nachdem man hochgenommen hat, weil das ist sein Stern, ja, das Magazin, ja. Das beste Magazin, ja, hat er den Krebs auch wieder zurückgelegt. Das sind ordentliche Menschen. Ja, natürlich. Super liebenswürdiger Mensch. Ja. Ich nutze das als Schlusswort und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen am Stern, falls Sie sich wie ganz Deutschland zu Tode langweilen sollten bei dieser Dschungelshow, empfehle ich Ihnen bei dieser hier jetzt. Ja, bei dieser aktuellen empfehle ich Ihnen ein Buch von Sibylle Berg, das lese ich hier in meiner Freizeit. Das ist ein ganz zauberhaftes Buch. Wer es durch hat, möchte danach eigentlich Suizid begehen, denn danach hat man gar keine Hoffnung mehr. Bis morgen.